Ja, Leute, Drama Alert, es gibt tatsächlich noch mehr Drama um das neue Set Pokémon Zenit der Könige. Erst vor kurzem habe ich euch Openings dazu gezeigt. Einmal auf dem 2-Channel, bei der eine ganze Familie ein ganzes Display-Case aufgemacht hat. Und kurz davor auf dem Hauptchannel, bei dem wir uns die Chase-Karte vom Set wahrscheinlich angeschaut haben. Und das ist einmal das Pikachu, was über 400 Euro in Japan kostet. Beides sind sehr, sehr wahrscheinlich gestohlene Produkte, die aufgemacht wurden. Und jetzt könnt ihr die tatsächlich sogar kaufen, lange vor Release. Alle Infos dazu erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sash Live, eurem Pokémon-YouTube-Channel. Und es ist einfach unglaublich. Man dachte, es kann nicht schlimmer werden. Und zack, hier seht ihr richtig, die Pikachu-Karte gibt es einmal auf eBay zu kaufen. Vorab, bevor wir dazu kommen, es ist ein riesen Wirbel darum gekommen, um die Openings von Zenit der Könige. Andere amerikanische YouTuber haben darauf reagiert und ich muss euch ehrlich sagen, bei meinem Zweit-Channel war ich ein bisschen naiv. Natürlich sind die Produkte geklaut. Ich hatte wirklich das Gute in den Menschen gesehen und habe gedacht, ja, sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber sie haben es wahrscheinlich legit gekauft und es kommt wirklich vom Walmart, aber es hat sich herausgestellt, alles von eBay und Produkte, die auf eBay so früh angeboten werden, sind immer geklaut, Leute. Ich kann es euch nicht empfehlen, diese Produkte zu kaufen, auch nicht diese Karten hier, die ich euch zeige. Und was hier interessant ist, wir haben nicht nur diese Pikachu-Karte, wir haben auch die Roxanne-Karte und die sehen für mich auf alle Fälle real aus. Einmal dieses Pikachu und das hat tatsächlich auch, ich kann da nicht reinzoomen, ich mache es für euch im Schnitt, das hat auch hier wie das Original interessante Texturen. Ich glaube nicht, dass die Texturen annähernd so gut rüberkommen werden wie bei der japanischen, aber das ist völlig egal. Die Karte wird jetzt schon angeboten auf Gebot bei über 100 Euro und wie man es kennt, schlechtes Centering. Leider ist das so. Warum? Weil dieses Set wird in Massen geprintet. Bedeutet, da wird es sehr, sehr viele Karten geben, weswegen die auch jetzt werttechnisch meiner Meinung nach nicht an die japanische kommen wird, aber Centering ist wieder mal 1A Spitze. Es ist einfach unglaublich. Und so eine Karte bei so einem Centering ist ärgerlich. Scheint die einzige SR-Karte zu sein bis jetzt. Ja, wir lassen uns überraschen. Aktuelles Gebot 110 Dollar aus Amerika. Ihr solltet das nicht kaufen, weil wenn das rauskommt, müsst ihr das wieder zurück zur Pokémon Company schicken. Vielleicht bekommt ihr auch noch rechtliche Probleme. Und wir gehen gleich mal auf den Verkäufer ein, weil ich habe die Vermutung, dass dieser Verkäufer einer der YouTuber ist, der seine Openings online gestellt hat. Die schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier eine Roxanne-Karte, auch auf Gebot, aktuell 5 Euro, läuft noch 6 Tage. Ich habe erst gar nicht gewusst, dass es eine Karte ist aus Crown Zenith, aber ja, GG 66 von 70. Inoffiziell wurde jetzt diese Karte bestätigt. Die war dann, glaube ich, vorher noch nicht bekannt. Dass die kommen wird, konnten wir uns alle schon denken, aber die wurde halt offiziell noch nicht bestätigt. Das ist relevant. Und diese Karte, da steht auch nichts Besonderes. Pokémon Card Game, Pre-Release Englisch, genau, gut, dass ich es jetzt gerade lese. Pre-Release, das ist interessant. Vorab-Version, manchmal übersetzt das eBay automatisch. Vorab-Version, da steht aber Pre-Release. Das ist gelogen. Dieses Set hat keine Pre-Release-Booster, keine Pre-Release-Build in Battleboxen, Stadiumboxen, Pre-Release-Promos, Pre-Release-Booster. Es gibt nur das offizielle. Das verlinke ich euch, wird euch aber nochmal am Schluss gezeigt. Da zeige ich euch alle Produkte, die dieses Set hatten. Da gibt es kein Pre-Release. Pre-Release-Items kommen nie bei Sondersets. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach nur eine Rechtfertigung, warum er das hat. Dann haben wir hier noch eine Aktion von dem gleichen und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Wir haben einmal hier den Daumen und auch hier so rote Punkte. Daran werden wir uns gleich orientieren, ob das vielleicht einer der YouTuber ist. Aber wir haben hier Crown Zenith Codes und dann habe ich mir die Überschrift angeschaut. 100 plus Pokémon TCG Online Code Karten Loot. Veröffentlichung Pokémon Krone Zenit. Das sind Crown Zenith Code Karten, auch auf Gebot. Keine Kaufempfehlung, Leute. Meldet es am besten auf eBay. Super interessant, weil er hat mindestens 100 Booster aufgemacht. Oder er hat vielleicht die Codekarten einfach geklaut. Aber wir haben es direkt schon gesehen auf dem 2-Channel, wie das hergestellt wird. Und ich glaube eher, das sind die Booster. Aber er hat nur zwei Karten im Angebot. Und das ist halt einmal dieses Pikachu, was wir hier haben. Und einmal die Roxanne-Karte. Dann bin ich auf seinen Account draufgegangen und habe mir das mal hier angeschaut. Aber das sind die einzigen Crown Zenith Karten, die er hier im Angebot hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mir mal sein Feedback-Profil an. Und da sieht man leider nicht genau, was verkauft wurde. Aber es ist generell nicht viel, weil das hier zum Beispiel
die Pre-Release Silver Tempest, das war im November gewesen, war aber jetzt im Zeitrahmen zum Release. Und das hier sind die Verkäufe und das ist nicht viel, Leute. Also keine Ahnung, was mit den anderen Karten passiert ist. Vielleicht hat er die einfach privat verkauft. Und jetzt sehen wir uns das mal hier an. Das ist einmal der erste Leak vom Main Channel. Kennt ihr das Video? Da hat jemand die Pikachu-Karte und Lura-Karte gezogen. Zeigt hier die Booster und wir sehen einmal hier den Daumen. Das ist wichtig. Den Daumen werde ich euch einblenden, damit ihr das nochmal sehen könnt. Und wir sehen einmal hier den Daumen. Für mich ist das nicht der gleiche Daumen. Das ist eine andere Person. Das ist nicht der Ivan, heißt der, glaube ich, by the way. Das Video ist nicht mehr online von ihm. Er ist das nicht. Dann habe ich mir aber das andere Video angeschaut auf dem Zweitkanal. Und wenn wir uns das mal hier genauer anschauen, haben wir hier auch den Daumen von dem Vater von dem Family Opening. Und der könnte hinkommen. Wir haben auch hier so Punkte, rote Punkte haben wir nicht. Aber da haben wir auf alle Fälle irgendwas, was auffällt. Und das sieht hier nach dem hier aus. Es ist jetzt weit hergezogen, Leute. Und ich sage, das ist nur eine Vermutung. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn er hier diese Person wäre. Es gibt keine weiteren Aktionen, bei denen man mehr von seiner Hand sehen kann. Der Rest ist einfach nur von der Innenseite aus. Und ja, Leute, das ist einfach brutal, was da halt aktuell in Amerika abgeht. Zum Glück passiert sowas hier in Deutschland nicht, weil das würden bestimmt auch ein paar Leute machen. Aber wer weiß, vielleicht wird ja die Pokémon Company früher oder später auch in Europa produzieren. Und dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass auch sowas in Europa passieren würde. Nichtsdestotrotz wollte ich euch auf den Laufenden halten, kauft solche Sachen nicht. Es ist immer wieder möglich, dass halt ja, dass solche Sachen auch in eBay Deutschland angeboten werden. Und ihr kauft das, denkt ihr, ihr habt eine coole Karte, aber es bringt euch halt rein gar nichts, weil spätestens wenn die Karten draußen sind, werden die nochmal um einiges günstiger. Schaut euch die Lurak UPC Promos an. Da war auch die VMAX-Karte bei über 100, 200 Dollar gewesen. Und was kostet die jetzt? Rein gar nichts. Ich weiß, die bekommt man zwar quasi hinterhergeworfen, aber trotzdem, Leute, die Pikachu-Karte ist zwar die seltenste Karte aus dem Set, das vermute ich, weil das halt die einzige Secret Rare-Karte ist, aber das Set wird in Massen geprintet, zumindest in Englisch. Und dann wird die Karte auf alle Fälle droppen. Also kauft das nicht, das ist rechtlich überhaupt nicht in Ordnung. Und zweitens auch werttechnisch oder ihr habt die Karte vorher. Das bringt halt einfach rein gar nichts. Ja, ich hoffe, das war für euch informativ. Wie immer, eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Abonniert jetzt hier den, ja, das müsste hier sein, hier so, hier den Channel. Schaut euch die Videos an, die euch hier vorgeschlagen werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.